Naja. So, bewegen wir uns hier durch. Oh mein Gott, Alarm! Ah, bleib doch hier. Ich will deine Chips haben. Ab und zu kommen halt aus diesen Polizisten auch Chips raus. Das Problem ist, wenn sie geschlagen haben, hauen sie danach wieder apathisch ab und kommen auch nicht mehr wieder. Sozusagen Chance auf den Chip vertan. So, das war der letzte. Super. Ich brauche einen halben Punkt. Oder einen Drittelpunkt. Und eine Videosequenz. Ah! Der Dieb hat sich also endlich gezeigt. Ich wette dafür, dass du den Diamant möchtest, hä? Ich gebe dir einen Geschmack von meinen EMP-Bomben dafür. Bleib weg von diesen EMP-Bomben oder du wirst deinen Drilldozer schneller zerstören, als du gucken kannst. EMP-Bomben? Kein Problem. Benutzt doch nur die Fontäne da drüben, um sie zu hauen. Du bist klug, Sweetie oder Cutie. Ja, Cutie ist Cutie. Süße. wie gesagt, der hat halt öfter mal, dass er einen Spitznamen verpasst. So Süße oder Kleine. Und der Alte sagt, der riecht sich halt voll auf, weil wir sind ja jetzt im Moment der Boss der Bande. Auf jeden Fall, da vorne ist halt eine schicke Apparatur. Mit rechts und links können wir den Wasserstrahl halt bewegen. Und der Wasserstrahl geht auch ab und zu hoch und runter. Und jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir so schnell wie möglich diese EMP-Bomben ausschalten. So, hier haben wir meinen zweiten Gang. Jawohl. Zweiter Gang. Und. Jawohl. Wenn wir halt zu lange brauchen, habt ihr ja gerade schon gesehen, naja, wirklich viel Schaden macht das jetzt nicht. Aber ich glaube, wir würden schon ein bisschen low werden von den HP her, wenn die alle, die jetzt gerade da kommen, auch explodieren würden. So. Gut. Alle müssen wir halt nicht treffen. Detektiv Carey! Wir haben all unsere EMP-Bomben verbraucht. Verdammt! Na schön! Da ist immer noch der Tresor. Ich meinte, wie auch immer. Ich lasse diese kleine süße Red Dozer jetzt gehen. Übrigens, genau. Ja, unsere Truppe heißt Red Dozer. Oh Mann, das war Detektiv Carey. Sie ist die, sie ist die erbarmungsloseste Detektivin in der Geschichte, wie auch immer. Wenn sie hier ist, dann bewacht sie etwas wirklich Wichtiges. Das ist es. Unser roter Diamant muss in diesem Tresor stecken. Diese Fontäne hat einen schönen Druck, die sollte selbst den Drilldozer heben können. Drehen wir sie einmal nach links. So, können dann da drauf springen und dann hoch und dann feststellen, hier kommen wir nicht weiter. Juhu, also drehen wir den nach rechts. So. Was ist los? Ach, Mist. Also noch einmal. So. Und ja, super. Schöne Schlangen hier an der Wände. Oh, den ich sogar was tun kann. Den Typen lasse ich jetzt gerade mal völlig aus. Und jetzt einfach so Matsche. Ja. So. Ah, haben da oben gesehen. Da oben ist unser dritter Gang. Mhm. Kommen wir aber noch nicht hin. Oh Mann, und hier ist wieder so ein Raum.
Da hinten. Da ist ein Diamant drauf. Da ist ein Poster an der Wand. Die bekannten 5 Diamanten werden in dem Museum ausgestellt. Kommt und erlebt ihre mysteriöse Power mit deinen eigenen Augen. Da ist ein kleiner Notizzettel an dem Unterteil von dem Flyer. Drehe das Dial 5-mal nach links und 3-mal nach rechts. Dankeschön. 5-mal nach links und 3-mal nach rechts. Und 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3. Jawohl. Damit hätten wir das zweite Schloss geknackt. Und wieder anrufen. Yeah, du hast es geschafft. Nur noch eins. So. Yeah, ein Pegasus. Und noch ein Pegasus. Und eine Meerjungfrau. Und ein noch ein Pegasus. Und ein Affe. Und unser dritter Gang. Third Gear. Und irgendwie sieht mir die Stelle gerade special aus. Oh, die habe ich beim letzten Mal gar nicht geholt. Na cool. Durch da. Ah, noch ein paar Chips. Sehr fein. Hui. Hab ich völlig übersehen. Okay. So. Darüber können wir nicht. Aber wir haben jetzt unseren dritten Gang. Und die schöne Musik beweist es ja auch wieder. So, Mist. Ups, das wollte ich auch nicht. Also schmeißen wir uns nochmal an das Gerät. Drehen wieder nach links. Gehen von der Agentur weg. Springen darauf und hepp. Und bohren uns hier durch. Ja. Wie gesagt, ich benutze einfach nur den rechten Driller, weil ich bin Rechtshänder und... Laser. Mal eben drunter durchgesneakert. Obwohl, Sneaker sind doch Schuhe. So, und da oben bohren wir uns noch rein. Zack. Viele, viele schöne Chipsies. Oh, Bilder. Zack. Ich weiß zwar noch nicht, wofür das ist. Aber wird schon seinen Grund haben. Ah, da ist die Wand, die uns den Weg bringt. Welche jetzt verschwunden ist. Und wir bekommen wieder Energie, obwohl wir kaum Energie verloren haben. Aber okay. Ein paar mehr Jungfrauen wieder. Mann, oh Mann, oh Mann, ey, ich zerstöre hier alles. So, da oben ist eine Wand, die angebohrt werden kann. Bauen wir sie also direkt mal an, was sie hat. So, gehen wir hoch. Ja. Oh Mann, wächst du dich langsam. Gut, dass wir den dritten Gang haben und somit ewig drehen können. Und schießen uns hier durch. Hätten theoretisch auch noch direkt mit dran gehangen, aber egal. Chips sind wichtig. Außerdem war der ewig. Komm. Puh, das war knapp, würde ich behaupten. Und eine Schatztruhe. Juhu, was haben wir denn jetzt? Eine Samurai-Rüstung. Jawohl. Diesmal hatte uns der Opa halt auch nicht wieder angesprochen. Hey, du hast einen Schatz gefunden. Einfach, weil es ist ja nicht der erste Schatz. So. Ah, da oben ist nur eine Ausrüstungskiste. So, die auch kaputt. Dich weg. Euch kaputt. So, ach, der Chip. Die Chips halten auch leider nicht wirklich lange. Also die verschwinden recht schnell wieder.
So, und hier durchgedasht. Und dich weggeballert. So, das sind wieder lila Steinchen. Und dich weggebohrt. Naja, wirklich viel hätten jetzt die lila Steine da auch nicht gebohrt, außer nur, dass wir uns sicher an dem Fetten da hätten vorbeischleichen müssen. Wusste ich es. Egal. Komm. Ah, Mist. Oh, das haben wir auch so besiegt. Okay. Komm. Juhu. Chips. Wie gesagt, ich mag nur die Musik hier. Die ist... Oh, okay. Hier? Oh, die freie Fläche habe ich gar nicht gesehen. Egal, zack. Was steht denn hier? Der Diamant ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Weg gefunden habe, sie ihn jetzt zu sehen in eigener Person. Mit eigenen Augen. Ich hatte vor, ihn. Ich hatte vor, ihn im Museum auszustellen, aber als ich ihn dann in meiner Hand hielt, wollte ich ihn für mich selbst. Um sicher zu sein, dass der ist der Diamant nun im Tresor. Oh, da ist ein Memo an der Seite. Dreh das Dial 6-mal nach links, 1-mal nach rechts und 12-mal nochmal nach links. 6, 1, 12. Haben wir jetzt ja richtig was zu tun. So, 6-mal nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1-mal... Oh Mann, das rattert sich aber langsam. 1-mal... rechts und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jawohl. Und die Schlösser sind offen. Und ein Dreher kommt. Jawohl. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Okay, jetzt kommen wir da rein. Bohren uns aber erstmal direkt hier runter. Hui. Und landen hier außen. Gehen direkt nach Lex. Treffen wir unseren lieben Freund Mr. Hundi wieder. Komm, Hundi. Komm. So, jetzt kannst du da schön bleiben. Weil da kann er uns nichts mehr antun. Weil da ist er festgesteckt, da kann er nicht mehr hochspringen. Hahaha. Wir nutzen die Map für unseren Vorteil. Hat mich zwar jetzt, glaube ich, mehr Energie gekostet, als wenn ich normal gegen ihn gekämpft hätte, aber was soll's. Zu weit. So. Den Block durch, jawohl. Und weiter geht die wilde Fahrt. Aha. Unser Freund Mr. Pac-Man. Und, ups, so weit. Auf jeden Fall, den haben wir auch wieder abgewehrt. Bohren uns noch hier mit voller Schubkraft durch. So. Jawohl. Ah. Juhu! So, da haben wir wieder ein bisschen Jelly. Du kleiner Gegner, kriegst mich nicht. Was weiß ich denn hier oben? Oh, das sieht noch weiter aus. Oh, Tatsache. Yeah, Chips! Hier ist auch sonst. Da unten scheint ja eine Party abzugehen. Die Pac-Mans feiern eine dicke Party.
Teleportiert euch. Hui, Schlangenlinie. So, wir könnten jetzt einfach nur geradeaus durch. Allerdings weiß ich noch, dass hier unten einfach ein Box war. Und ich bin ja so chipgeil. Mist. Ich wurde vom Pac-Man gefressen. Angekaut. Bohren wir uns hier einfach mal quer durchs Gemüse. Und weiter geht die wilde Fahrt. Obwohl, das ist ja eigentlich Mrs. Pac-Man. Ist ja pink. Oh mein Gott, Pac-Man ist doch hinter uns. Ah. Wow. Und damit haben wir ihn auch ausgelotet. So. Oh, da sind ganz viele. Wahrscheinlich wäre das eine Abkürzung gewesen. Nach hier unten. Gut. Ah. Oh mein Gott, ein Boss. Linkes Auge blinkt, linker Schlag. Rechtes Auge blinkt, rechter Schlag. Und dann guckt er nach unten. Okay, linkes Auge. Ah. Rechtes Auge. Und er guckt runter. Mist, das war Dummheit. Linkes Auge. Rechtes Auge. Und er guckt rein. Und bam! So, ja. Linkes Auge. Rechtes Auge. Und er guckt wieder rein. Ist das ein Trottel? Er macht denselben Fehler zweimal. Rechtes Auge, linkes Auge. Rechtes Auge. Und er guckt wieder rein. Ist das ein Trottel? So, ein kleiner Boss für zwischendurch. Wie so ein KitKat. Hui, und wir düsen hier mit einem Affenspeed durch die ganze Manege. Bäh. Holen uns hier den Energietank, den wir wahrscheinlich zum Drittel brauchen oder so. Da oben gerade. Okay, jetzt weiß ich auch persönlich gerade wieder, wo wir sind. Weil wer sich erinnern kann, wo irgendwo drei Türen waren. Nämlich direkt, als wir vom Tresor da rausgekommen sind. So, setzen wir an. Wir könnten jetzt auch falsche Richtung drehen. Da passiert aber nicht viel. Der Motor schaltet sofort wieder ab. Also drehen wir die ganze Scheiße doch auf. Wie ein Dosenöffner. Naja, so viel zum Thema. Riesige Tresortür. Ich ja gerade, da passt man nicht mal richtig durch. Oh, Gold! Oh. Du bist in dem Tresor. Oh, ist das viel Gold! Der rote Diamant muss irgendwo hier drüben sein. Suchst du danach? Nö. Der ist gelb. Ich wusste, ihr schaut nach dem Diamanten. Ihr seid wegen dem Diamanten gekommen. Ich habe ja auf euch gewartet. Es gibt keinen Weg, dass ich ihn euch übergeben werde. Detektiv Carries. Verhält sich komisch. Der Diamant in dem Safe, der gelbe Diamant, ich werde ihn dir nicht überlassen. Werde nicht geben. Es ist meiner, alles ist mein. Noch ganz fresh? Sei vorsichtig, sie ist irgendwie beim Diamanten, bei der Energie des Diamanten unter Kontrolle oder besessen. So. Sie kann dir nicht zuhören, du musst ihren Roboter zerstören. Polizeiroboter haben eine Schwäche an ihrer Hüfte, um die Hüfte herum. Schau danach. Okay. Oh mein Gott. Handschell. Wow. Wow. Und sobald sie die Handschellen weggeschmissen hat, sind die Handschellen halt auch von ihrer Hüfte weg. So. Handschell.
Nicht davon erwischen lassen, sonst sind wir nämlich eingesperrt. Ich werde mal jetzt gleich mit links bohren, einfach nur damit man mal gucken kann, wie apathisch sie guckt, wenn wir daran bohren. Yeah, Handschellen. Wow. Oh, zu spät. Oh, wie. Wow. Weil ich finde, der Gesichtsausdruck ist irgendwie interessant. Nur das sieht man jetzt im rechten Gang nicht unbedingt. Naja, gut, man sieht es schon, aber es ist halt. Das Gangbild ist im Weg. So, mal wieder drüber und noch einmal. Power! So, Unterteil ist schon mal besiegt. Jetzt kommt der zweite Part von dem Boss hier. Ich wechselt halt apathisch immer die Richtung. Kommt immer mal wieder auf uns zugestürmt, will uns voll natzen, aber wir natzen zurück. Ein Gegner. Und jetzt kommt sie wieder von oben. Jawohl, und... Tja, war wohl nichts, wa? Prinzesschen hier. Boah, Mist. Das war... Mist, verdammte Scheiße. Ja, komm doch her. Jawohl, komm. Jawohl. Und... Boom. Wäh, wäh. Kabababoom. Bäh. Man hat irgendwie was von Power Rangers oder so. Irgendwie habe ich das schon mal so in etwa gesehen. Also ich nicht mehr. Was bei Advance Wars? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin hierher gekommen, um mein paar Diebe zu verhaften. Was ist passiert? Warum spreche ich mit einer männlichen Stimme? Da-da-da-da! Wir haben den gelben Diamanten. Ich sehe schon. Du kamst hierher, um deinen roten Diamanten zurückzuholen, oder? Ja, das ist nicht der Diamant, vor dem du suchst, Dieb. Nach dem du suchst, Dieb. Yeah, und wir haben es geschafft, von dem Tresor aus meint in den Trailer zu springen. Juhu! Rückwege gibt es wohl hier nicht. Ist auch ganz okay so. Mann, hast du die Maschine wieder gekillt, ey. Aber du bist zumindest wieder zurück. Detektiv Carey ist eigentlich ziemlich cool und geordnet. Was ist mit ihr passiert? Warum ist sie so verrückt für diesen Diamanten geworden? Wenn ich darüber nachdenke, war der Diamant, nach dem wir suchen, nicht rot? Dieser ist gelb. Und das in dieser Museumsbroschüre sagt, es gibt 5 Diamanten. Was du sagst, ist, dass es mehr Diamanten da draußen gibt? Ich denke mal. Ich habe von einem blauen Diamanten gehört, irgendwo in den Kuru-Ruinen. Denkst du, es ist einer von den 5 Diamanten, nach denen wir gucken? Hallo? Leute? Ich bin der Boss. Wir wollen den roten. Aber egal, wir sind Diebe. Wir nehmen eh alles mit. So, safe. Und wir können uns wieder einen Energietank leisten. Jawohl. So gerade eben nur, aber hat gereicht. Jetzt haben wir schon 400 Einheiten. So. Ich mach mal kurz noch wieder eine Unterbrechung hier. Vielleicht mache ich das jetzt immer so. Ich weiß es noch nicht. Werde ich sehen. Auf jeden Fall. Bis gleich. Später. Nächste Folge. Wie auch immer. Tschüss.